Wir stehen gerade vor dem Uport-Redaktionsgebäude und hinter uns ist die Werkstatt, wo wir versuchen, eine Seifenkiste zu bauen. Das Ganze findet am Rheinufer statt und wird gesponsert von den Stadtwerken Düsseldorf. Jetzt gehen wir mal gucken, was hier die Jungs da gemacht haben. Zum Baumarkt, holen jetzt noch die letzten Sachen, damit die Seifenkiste fertig ist und damit die Räder auch wirklich rollen und uns nicht irgendwie abspringen. Ja, wir haben es nach 6 Stunden geschafft, endlich eine Seifenkiste zu bauen. Das Teil fährt, das Teil kann lenken. Jetzt geht es nur noch an die letzten Schritte. Einmal die Rückbank und einmal von vorne für die Füße noch was. Und ja, vorne die Lenkräder nochmal. Vorne die Reifen nochmal neu machen. Nach 8 Stunden Arbeit ist die Seifenkiste endlich fertig gebaut. Sie wird am 1. Mai-Wochenende starten.